Achter Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg und für die Frauen des VfB Stuttgart steht ein Stadtduell an. Das Team von Heiko Gerber ist zu Gast beim FSV Waldebene Ost. Die Gastgeberinnen aus dem Osten der Landeshauptstadt, wie der Vereinsname sagt, stehen aktuell zwar auf einem Abstiegsplatz, sind aber seit 3 Pflichtspielen ungeschlagen. Die verletzungsgeplagten VfB-Frauen werden wieder von Anja Selensky angeführt. Die Stürmerin, vor der Saison von Zweitligist Elversberg gekommen, hat in 4 der 5 vergangenen Spiele getroffen. Sie und ihre Kolleginnen stehen momentan auf Platz 2 und starten nach dem 4:2-Sieg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Neuenstein entsprechend motiviert in die Partie. Der VfB in Weiß mit rotem Brustring in der 8. Minute mit diesem Freistoß. Den bringt Chiara Marciniak. Und der kommt gefährlich. Julia Tietze kann den Ball nicht festhalten, bekommt ihn aber irgendwie um den Pfosten. Die direkt anschließende Ecke tritt auch Marciniak. Und da ist Katharina Baumann, 1-0. Baumann spielt eigentlich lieber auf der 6, muss aufgrund der Ausfälle aber in der Innenverteidigung ran, rückt bei Standards auf. Hier kann sie komplett ungedeckt einlaufen, köpft so ihr erstes Saisontor für den VfB, ist ja vor der Saison aus Bad Neuenahr gekommen. Der VfB also früh in Führung, der FSV sucht die Antwort mit diesem Freistoß von Daniela Schneider. Den bekommt der VfB nicht entscheidend weg und Svenja Jörg mit dem Abschluss. Keine Gefahr für Nadine Steiner, die nach ihrer Verletzung zum zweiten Mal im VfB-Tor steht. Dann wieder die Gäste. Mit etwas Glück kommt der Ball durch zu Theresa Böpple. Die hat den Kopf oben und in der Mitte Svea Fleischmann, Zentimeter fehlender zum 2:0. 20 Minuten rum, der VfB ist dominant, setzt die Gastgeberin immer wieder unter Druck, wie hier, dadurch der Ballgewinn, Anja Selensky, aber zu unplatziert. Dann wieder ein Freistoß für Waldebene, Sally Buhr, und der senkt sich Latte. Nachschusschance Katharina Schwägler mit vereinten Kräften wird geklärt. Der VfB hier mit etwas Glück, Steiner wäre da vermutlich nicht rangekommen. Kurz vor der Pause nochmal die Gastgeberin, die Situation eigentlich geklärt, aber dann doch noch die Chance für Marlin Frisch, Steiner sicher, und so geht der VfB mit der 1:0-Führung in die Halbzeit. In die zweite Hälfte startet der FSV etwas druckvoller hier mit dem Ballgewinn und dann spielen sie es gut, Verlagerung auf links, Svenja Jörg, gute Chance, aber deutlich zu hoch. Dann mal wieder eine Ecke für den VfB. Marciniak findet dieses Mal Anna-Sophie Fliege. Sie bekommt den Kopfball aber nicht aufs Tor. Doch der FSV Waldebene Ost zeigt jetzt, warum er unter anderem St. Georgen einen Punkt abgetrotzt hat. Lisa Kröpper, schönes Solo und mit Glück noch der Abschluss. Steiner macht sich lang. Kurz darauf wieder Freistoß für den Tabellenzehnten. Wieder von Buhr und auch der ist unangenehm. Steiner klärt gut zur Seite. Dann springen wir schon in die letzten 10 Minuten. Der VfB mit etwas Entlastung. Tietze nicht weit genug geklärt, aber ganz weit aus dem Tor. Das sieht Anja Selensky, 2:0 VfB. Das 6. Saisontor für die Stürmerin. Selensky trifft schon im 3. Spiel in Folge, ist hier aufmerksam, schaltet schnell und beweist dann ganz viel Gefühl. Die Entscheidung ist das aber noch nicht. Der FSV versucht es nochmal. Freistoß Sina Bühler und Katharina Schwägler. Nur noch 1:2. Auch die Gastgeberinnen treffen per Kopf nach einem Standard. Schwägler setzt sich gut ab und erzielt den Anschlusstreffer. Und noch ist etwas Zeit. Direkt der nächste Standard hinterher. Dieses Mal eine Ecke. Und da gibt es die nächste Kopfballchance. Der VfB gerät hier in der Schlussphase nochmal ordentlich unter Druck. Hat dann aber diesen Freistoß. Das bringt Entlastung und Zeit. Marciniak aus großer Distanz drüber. Aber es reicht auch so. Die VfB-Frauen holen den 6. Sieg im 7. Spiel. Gewinnen knapp mit 2:1 beim FSV Waldebene Ost. Doch dafür musste das Team von Heiko Gerber alles geben. Ich denke, es war ein sehr intensives Spiel. Wir sind hier auf eine Mannschaft getroffen, die sehr, sehr engagiert war, die uns da alles abgefordert hat, die auch versucht hat, hinten raus Fußball zu spielen. Das habe ich auch zur Trainerin gesagt, das gefällt mir einfach, dass sie da nicht immer nur jeden Ball langhauen, sondern dass sie auch fußballische Lösungen finden wollten. Und wir haben dann auch ein, zwei super Ballgewinne gehabt, die nicht genutzt. Insgesamt denke ich, war die erste Halbzeit in Ordnung, dass wir geführt haben. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit wäre auch ein Unentschieden denkbar gewesen. Deshalb war das 2-0 sehr, sehr wichtig für uns. Hat das Spiel dann wahrscheinlich entschieden. Nichtsdestotrotz Kompliment an den Gegner, der dann wirklich alles reingehauen hat. Und ich bin überzeugt, dass hier noch ganz viele Mannschaften Punkte lassen werden. Weil hier muss man erstmal bestehen. Und das hat meine Mannschaft mit den vielen Ausfällen, die wir haben,
überragend gemacht. Von daher bin ich mega happy. Und ja, und jetzt können wir einfach weitermachen. Und zwar am Samstag um 17 Uhr geht's auf dem Kunstrasenplatz in Obertürkheim gegen Fürnheim.